Die häufigsten Nebenwirkungen von Metformin. Mein Name ist Dr. Franziska Suhaider, ich bin Apothekerin. Metformin ist eines der häufigsten verschriebenen Medikamente der Welt. Geschätzt über 120 Millionen Menschen nehmen es zur Behandlung von Typ-2-Diabetes ein. Obwohl es im Allgemeinen als gut verträglich gilt, kann es, wie alle Medikamente, Nebenwirkungen aufweisen. Einige der häufigsten Nebenwirkungen von Metformin sind Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen oder Blähungen. Diese Nebenwirkungen treten in der Regel zu Beginn der Behandlung auf und lassen meist nach einigen Tagen oder Wochen nach. Obwohl Metformin als ein sicheres Medikament zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 angesehen wird, können in seltenen Fällen schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten. Beispielsweise eine Laktatazidose, also eine Störung des Säurebasenhaushalts des Körpers, oder ein Vitamin-B12-Mangel, der zu neurologischen Problemen führen kann. Um Nebenwirkungen von Metformin zu vermeiden, sollte man Metformin immer genau nach ärztlicher Anweisung einnehmen und regelmäßig den Vitamin-B12-Spiegel und die Leber- und Nierenfunktion überprüfen lassen. Es kann auch hilfreich sein, Metformin während oder direkt nach einer Mahlzeit einzunehmen, um Magen-Darm-Beschwerden zu vermeiden. Bei länger anhaltenden Nebenwirkungen oder bei schweren Symptomen sollte immer ein Arzt aufgesucht werden.